Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pet Shop Simulator, wo wir letzte Folge hier so ein bisschen unser Sortiment erweitert haben mit den Truthähnen, mit nochmal jeweils eine Sorte von den Futterdingern hier. Wir haben noch im Sortiment, wenn der hier verkauft wird, neue Näpfe. Ich würde die immer gerne ein bisschen sortieren. Moment, ich muss den Laden kurz öffnen. Das macht er aus Gründen, die ich nicht verstehe, nicht automatisch. So. Sieht das ein bisschen schöner aus. Wir haben hier die Dosen nochmal aufgefüllt. Wir haben generell relativ viel Sortiment hier. Das heißt, es müssten immer mehr Kunden eigentlich auch reinkommen. Und ich bin mal gespannt, wann es das erste Mal wirklich so voll ist, dass unser ganzer Einkaufswagenstand hier, also unser Einkaufstütenstand, ausgebucht ist und Leute immer noch hier reinkommen und sagen, hey, wir wollen hier kaufen. Darauf warte ich noch. Dann können wir auch natürlich, also wir haben ja noch sehr viel Platz hier, wir können noch sehr, sehr, sehr viel machen. Dann können wir irgendwann auch mal eine Erweiterung kaufen, aber das macht jetzt keinen Sinn. Wir haben so viel Platz noch, den wir benutzen können. Oder mehr oder weniger. Also vielleicht brauche ich irgendwann mal die zweite, obwohl wir haben auch sehr viel Lagerplatz noch, den wir benutzen können. Ich würde gerne mehr Tiere verkaufen, tatsächlich. Oh. Ich finde es sehr schade, dass die Tiere gar nicht mehr weggehen momentan. Das finde ich wirklich echt doof. Würde ich mir wünschen, dass das mehr käme. Oder dass so ein Hype entstehen würde auf irgendeine bestimmte Tierart oder auf eine bestimmte Farbe, dass Leute da mehr machen würden. Aber ich meine, kannst du nichts machen? Der eine geht erstmal auf, ist richtig geil, kommst irgendwo rein, erstmal pinkeln gehen. Scheiß drauf, was die anderen machen, scheiß drauf, wie lange der Laden geöffnet hat, scheiß drauf, ob irgendwas da ist, was ich kaufen will, erstmal pinkeln gehen. Die Selbstzahlerkassen funktionieren ganz gut, die zwei. Wir haben kein Problem damit, dass Kunden irgendwie nochmal aus dem Laden stürmen, weil es denen zu lange dauert. Das ist sehr toll. Oh. Und ist so süß. Sortiment scheint auch ganz gut anzukommen. Ich verstehe immer noch nicht, wie man die Leute hier überzeugt oder so oder ein Produkt empfiehlt. Wie gesagt, wenn ihr wisst, wie das geht, dann gerne in die Kommentare damit. Weil ich blick's gerade nicht. Wollte der die blaue Sorte? Ist es jetzt soweit? Ja, es ist soweit. Nee. Okay. Der wollte das Grüne. Das Grüne ist grüner als hier auf der Verpackung drauf. Das ist nicht dieselbe Farbe. Da, finde ich, kann man es noch ungefähr erkennen. Auch wenn es da auch schon nicht passt. Aber da geht es gar nicht. Also die Bilder sind deutlich heller. Ja, auch das ist eine ganz andere Farbe. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen, dass es hier dunkler oder so ist. Der geht schon, der hat ja nichts gefunden bei uns anscheinend. Ein Pech. Da kommt er wieder. Okay, nee, kommt er nicht. Das wäre lustig gewesen. Ach nee, ihr habt doch, was ich wollte. Kann man einen letzten Käfig da oben noch wegkaufen? Für Mäuse. Der sollte für Mäuse sein. Fände es auch cool, wenn Käfige und so schon die richtige Größe hätten und nicht jetzt hier so eine kleine Mini-Version wären. Und man dann halt einfach viel Platz braucht, um das anzubieten. Weil das ist nur logisch. Bin ich voll okay? Nein, ich mach nichts. Will hier putzen. Wer hat da gerade einen Stern-Minus gekriegt? Ich hab's genau gehört. Vielleicht nur, weil die Tiere sehen, die unglücklich sind. Wäre eine Möglichkeit. Guck mal kurz durch mein Lager durch. Wir haben noch den Bunny Boost. Wir haben Bunny Bonanza, Rabbit Rations, Possum Pantry, was wir nicht loswerden momentan, Puppy Puffs, Bunny Boost mit Vitaminen. Heu haben wir noch ein bisschen, wir haben noch die Kaninchenschüsseln, Doggy Dillish, Schweinefleisch, Puppy Puffs, Hähnchen haben wir auch noch. Okay. Oh. Einfach eins verkauft. Potenziell. Noch ist ja nicht weg. Oh. Da sind schon wieder Leute gegangen, glaube ich. Guck mal, jetzt hängt er heute hier in der Ecke mehr ab. Okay. Ja, macht mal schön weiter hier. Glaube ich, zu unterhalten, kommt wieder rein. Würde man gerne wissen, ob wir schon einen Ladendieb hatten. Na, kaufst du schön. Was kaufst du denn? Eine Trinkflasche, eine Futterdose und das war's schon. Okay. Ja, ciao. Danke für deinen Einkauf. Hat Spaß gemacht. Danke.
Wir können schon mal überlegen, was wir dann zukaufen. Wir haben noch ein Regal hier offen. Wir haben noch eins hier frei für, keine Ahnung. Holen wir was für Mäuse. Trinkflaschen für Mäuse, Haus für Mäuse, Napf für Mäuse. Okay, also Trinkflaschen für Mäuse ist das Einzige, was geht. Sind doch relativ teuer tatsächlich. Holen wir die hier, die sind noch teurer. Und wir haben noch eine komplett neue Sache. Was für Hamster? Aber na, das hat auch eine Hamstertränke, naja. Fische vielleicht? Ist das alles? Kunden mit dem was? Ja, Moment. Ja, nee, geh weg. Leute, ich bin eine Sekunde in meinem Inventar gewesen. Das, was man hier Inventar schimpft. Hallo? Ja, natürlich. Das finden Sie hier. Kommen Sie bitte schnell her, da sind noch Leute, die Hilfe brauchen. Bitte schön. Ja, haben wir bestimmt. Ja, haben wir auf jeden Fall. Das ist hier. Kauf auch mal einen, dass die wegkommen. Bitte schön, Augäpfel. Und das andere haben wir natürlich hier in der Ecke. Hast du? Kann ich dir auch sofort zeigen. So, das haben wir in der Ecke. Haben wir auch ganz dringend mal ein neues von. Eine Selbstbedienungskasse ist kaputt. Ja, hier, bitteschön. Einfach auf den Arrow einmal draufdrücken. Und ich glaube, du hast das hier gesucht, ne, Bunny? Nee, du hast das hier gesucht, Bunny Boost mit Vitamin. Will noch eine Hilfe. Dein Hund klebt ein bisschen an der Wand, Kollegin. Leute. Einfach hier einmal draufdrücken, dann passiert das auch nicht. Nein, so, gut. Ich brauche Calm Dog und ich brauche die Dinger. Okay, Was ist hier drin? Hundebürsten können wir mal kaufen, by the way. Nee, war auch die mal. Dann, was ist das hier? Genesungskragen. Und das hier, ne? Beruhigungsmittel, ja. Gut. Sollte passen. Dann habe ich jetzt ein... Boah, 10.000 Dollar Korb. Oh, kann sein, dass ich es vorher schon kaufen muss. Ja, einfach hier einmal auf Error drücken, dann passiert das auch nicht. Danke. Guck mal, es ist weg. Finally. So, dann füllen wir doch mal auf. Mit Kaninchenschüsseln. Da passt nämlich auch viel mehr hin. Das Sortiment auffüllen, Sortiment auffüllen, Sortiment auffüllen. Das haben wir nicht mehr im Lager, ne? Nee. Funktioniert ganz gut hier. Oh, ja, was kann ich für Sie tun? Natürlich, kommen Sie mit, warten Sie, ich mache mal kurz den Eingang hier sauber. Das haben wir hier. Das hier in der Mitte. Bitteschön. Sonst sind alle zufrieden, sonst sind alle relativ zufrieden. Das ist sehr schön. Da haben wir jetzt auch einen von den scheiß Käfigen. Das ist einfach deren Optik, ne? Hier, das ist der direkt drauf. Das müssen wir nicht regelmäßig sauber machen oder so, ich glaube nicht. Wie die Bock haben, was zu kaufen und stundenlang davor stehen. Richtig unnötig von den Leuten. Nee. Lass mich kurz hier nicht richtig hinsetzen, so. Haben wir noch einen Kaninchen-Tragekorb? Nee. Schade. Gib mir mal kurz eine Sekunde, ich stelle mich einmal in die Ecke, dann könnt ihr da sehen. Ich muss mal kurz mein Sitzkissen richtig richten. Eine Sekunde. So. Ha, gut. Hallo, warum stehst du denn im Eingang und guckst raus? Da wirst du nicht finden, was du suchst. Das ist hier. Bitteschön. Cool. Davon haben wir noch zwei. Aber es kaufen schon viele Leute gerade was, das ist gut. Vielleicht können wir dann schon mal auffüllen. Hat schon einer einen Truthahn gekauft? Nee, ne? Glaub nicht. Nee, springen kann ich leider nicht, kann ich höher gucken. Hallo, Hundi. Ja, hi, ich kann gar nichts mit dir machen. Jetzt. Hallo. Oh, du bist Joshis. Ich streichel durch deine Nase durch. So, hier. Zack. Sonst sind ja alle zufrieden. Heute nicht so viele fragende Leute. Nein, nicht. Das ist gut.
Hat einer schon mal hier ein Tier gekauft? Nee, die Maus ist noch da. Die vier Karnickel sind noch da, oder? Ja. Und zwei Hamster auch noch. Keiner will ein Tier kaufen. Wenn ich jetzt wüsste, wie mein Produkt empfiehlt, ne? Kann ich den durch hier? Du weißt gerade nicht, was du machen sollst. Ich empfehle ein Produkt. Ja, ich höre zu. Du möchtest Geld ausgeben, das ist auch Geld. Du möchtest Geld ausgeben, das ist auch Geld. Das hier? Nee, okay. Ich glaube, ich habe es gerade mehr verstanden. Die gibt schon Geld aus, sehr gut. Die hat hier richtig eingekauft. Und du? Oh, du auch. Sehr gut. Da haben wir schon fast das ganze Geld zusammen, was wir brauchen. Da hängen auch noch zwei Teile rum, gut. Die kaufen gerade, die sind eigentlich gerade alle sehr kaufstark. Will ich jetzt nicht unbedingt ablenken. Boah, Alter, was kauft die denn da bitte alles? Junge! Das ist eine andere. Da steht was anderes drauf. Bei den Dingern. Wenn die das kaufen, ne? Das ist irgendwie. Ist das gespiegelt oder so? Oh, hallo. Ich suche nach Hundeberuhigungsmitteln. Natürlich kommen sie mit. Hundeberuhigungsmittel haben wir hier in der Ecke. Bitteschön. Hier, da in der Ecke haben wir das. Gerne, Level 13. Hallo, was kann ich für Sie tun? Ja, natürlich, komm mit. Wir suchen weiter. Was suchst du? Ja, kann ich dir auch sofort zeigen. Bitteschön. Was suchst du? Ja, okay. Du musst jetzt einmal leider mitkommen, denn die Frau hier sucht Hundefutter, was wir leider hier in der Ecke haben. Bist du da? Gut. Sie kommen jetzt mit. Ich reinige mal kurz den Hamster zwischendurch, bis sie hier bei mir sind. So, gucken sie. Ihr kriegt Futter und Wasser, so. Was sie suchen, ist das hier. Bunny Bonanza. Fülle ich auch mal direkt wieder auf, dann haben wir noch ein bisschen mehr davon. Mit euch los, Futter und Wasser. Und sauber machen wir wieder. Also ja, die Aufgaben wiederholen sich, finde ich aber nicht schlimm, weil sie sich nicht kontinuierlich wiederholen. Das ist jetzt nicht so, alle zwei Sekunden muss man eine Pfütze wegwischen, also hier so einen Fußstapfen wegwischen oder so. Deshalb finde ich das tatsächlich nicht schlimm. Und wir können auf jeden Fall die Lieferung einmal stellen. Sehr gut. Heaven und Dings gehen langsam aus, aber wir haben davon noch relativ viel. Hier gibt ihr Hund auf Toilette. Und den könnten wir mal noch ein paar holen. Ich warte jetzt aber erstmal, was kommt. Wir machen jetzt fast schon Ende. Die Leute sind alle fast Feierabend, die sind alle fast fertig. Die hat keine Kaufkraft. Der empfehlen wir doch jetzt mal ein Produkt. Ja, ich höre zu. Du hast Sprechen, das ist auch Sprechen. Du hast Geld, das hier ist auch Geld. Du hast Liebe, das hier ist Liebe? Okay. Macht doch keinen Sinn, was da jetzt gerade zur Auswahl war. Suche nach Bunny Bonanza, ja komm her. Bunny Bonanza haben wir hier hinten. Mach hin, kauf das, kaufst du heute nicht mehr, du. Ja, das kaufst du heute nicht mehr, das ist aber nicht schlimm. Wir holen schon mal ab. So. Bin mal gespannt, ob die Selbstzahlerkassen noch funktionieren. Weil das ist jetzt schon ziemlich tight. Wir füllen mal das Sortiment hier ein bisschen auf. So. Ja, auch nochmal. Geht. Da haben jetzt schon Leute ein bisschen was gekauft. Von. Nicht nice. So. Gut, was habe ich denn sonst noch? Lager. Nischenschüsseln, Doggy, Schweinefleisch, Papi-Dings. Können wir das mal hier oben auffüllen? So. Und, eine Stunde habt ihr noch, okay. Ich war irgendwie gerade dabei, dass Feierabend ist. Aber nein. Wir kaufen jetzt trotzdem die letzte Stunde. Dir würde ich gerne das Produkt empfehlen, was du da gerade anguckst. Also, du hast Geld. Ich habe auch Geld. Du hast einen Diamanten. Ich habe auch einen Diamanten. Du sprichst gerne. Ich spreche auch gerne. Du hast eine Kasse. Ich habe Geld. Du findest alles toll. Ich finde alles toll. Das letzte war anscheinend falsch. Ich blick's nicht.
Aha. So. Noch einen hier mit geringer Kaufkraft, die wir nicht schon angefangen haben zu überzeugen. Ja komm, ich probier's bei dir nochmal. Hey. Überzeugen. Du hast Geld, ich hab Geld. Du hast Geld, ich hab Geld. Du freust dich, ich freu mich. Du hast Geld, ich hab Geld. Du freust dich, ich freu mich. Oh nice, wir haben's geschafft. Cool. Das ging jetzt ganz gut. So. So Leute, entscheidet euch. Dankeschön, dass sie das eine Heustück gekauft haben. Sortiment auffüllen. Und auffüllen. Sortiment auffüllen. Oh, 3 Näpfe haben wir schon verkauft. Der Napf für Mäuse müsste noch. Oh, die war nicht zufrieden. Nee, den brauche ich jetzt auch nicht mehr anfragen. So Leute, bitte nicht an den Kassen drängeln. Jeder kann seine Sachen bezahlen. Ich bedanke mich, dass sie bei mir eingekauft haben. Die meisten haben wieder nichts gekauft, oder? Ja, 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, da haben sehr viele nichts gekauft. Aber das ist okay. Gut. Wir brauchen mehr von Doggy Delicious Hähnchen. Doggy Delicious Hähnchen, so. Wir brauchen mehr. Hier, bitteschön. So. Wir brauchen mehr, was steht da? Hundeflohhalsband. Wir brauchen mehr Hundeflohhalsbänder. Hundekotbeutel, Hundenapf, Hundehalsband, Hundeleine, Hundemaulkorb, Hundeschwamm, Hundeschampoo, dann ist es hierbei. Es macht gar keinen Sinn, dass das dabei ist. Hundespielzeug, Hundespielzeug, Hundeknochen, Hundepfote. Okay, nee, das ist hierbei. Hundeflohmittel, Flohhalsband, so. Sehr gut. Das sind schon mal 3000. Wir haben hier noch was, was komplett zu ist. Wir haben hier noch was. Gerne Napf für Mäuse noch kaufen. Napf für Mäuse in dieser Farbe. So. Wie viel ist das jetzt? 3700. Wir haben noch eins frei. Wir haben noch Transportbox. Wir haben noch Futter. Tatsächlich gerne irgendwie Mäuse Futter kaufen. Futter für Mäuse haben wir nichts, was in die kleinen Dinger reingeht, nur in die großen. Warum? Es ist Mäusefutter, warum? Dann verkaufen wir halt keine Mäusefutter, haben wir Hamsterfutter. Das geht. Das geht. Dann verkaufen wir doch das teure Hamsterfutter, aber davon... Bob? Das teure Hamsterfutter... Aber davon... 5... bei 4700 würde ich jetzt gerne einfach, oh, das kann ich noch mal stellen. Oh, okay. Habe ich das jetzt aufgefüllt? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Wir gucken mal noch mal. Keine Ahnung. Haben wir noch irgendwas für die Hamster? Naja, da macht es gar keinen Sinn. Können wir mal für Katzen gucken? Haben wir hier ein bisschen was? Schmetterling, Schmetterling, Katzenangel. Machen wir das doch. Katzenfisch mit Minze. Dann Katzenangel mit Feder. Katzenangel mit Ball. Und Schmetterling. 1800 sind das. Dann befüllen wir das Regal damit. Holen wir das noch hier ab. So. Gerne die Möglichkeit, Öffnungszeiten länger zu machen. Oder so einen Ton, dass die Leute sich vielleicht nochmal beeilen, was zu kaufen, wenn sie gerade kommen. App wechseln, Türklingel einspielen. Moment. Türklingel einstellen. Türscan. Bells? None? Hier? Wir machen das jetzt mal einmal so. F, Moment, F gesperrt. Leute, kann ich nicht scannen, Sortiment anpassen. Nee, egal, scannen. Türklingel einstellen, gesperrt, Sortiment. Okay, da geht nicht so viel. Dann füllen wir mal hier nochmal auf.
So. Auffüllen, was geht. Nice. Das haben wir schon aufgefüllt. Ihr seid schon wieder dreckig as fuck. So. Und was habe ich noch? Ich habe doch noch welche Sachen gekauft, oder nicht? Lager. Puppies. Possum. Puppies. Hundebürste. Trinkflasche für Mäuse. Und eine Flohhalsband. Das habe ich noch gekauft. Okay. So. Dann füllen wir das jetzt hier erstmal auf mit Sachen, die wir noch so haben. So. Gut. Ja, nice. Dann haben wir unser Sortiment nochmal erweitert. Das ist gut, würde ich sagen. Die Leute sind ganz gut dabei, einmal einzukaufen. Ich würde sagen, das werden schon jede Folge mehr. Und in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, gucken wir, dass wir ja da nochmal genug Geld kriegen. Vielleicht da nochmal ein Regal neu hinstellen für Katzen oder so. Und natürlich auch gucken, ob wir das hier nochmal auf... Haben wir nichts mehr, ne? Wir können das jetzt nicht auffüllen mit Sachen, die wir noch nicht haben. Rabbit Rations, nee. Okay, die Lisch können wir aber nochmal auffüllen. Die haben wir extra gekauft zum Auffüllen. So. Wenn wir auch nicht so viele haben, das, was wir haben, reicht. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und gucken mal, ja, wie gut sich ja auch die neuen Sachen dann verkaufen. Und gucken mal, dass wir dann zum Tagesende ein Regal oder vielleicht sogar zwei Regale für Katzen haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dahin, ciao!